Aus der Asche der Looking Glass Studios erhob sich Drehbuchautor Ken Levine. Er kreuzte seine mitreißenden Stories mit den bewährten Simulationen einer realistischen Welt und schob die Action weiter in den Vordergrund. Heraus kamen einige der besten geschichtsgetriebenen Spiele der heutigen Zeit. Spiele, die so gut waren, dass die Leute sie als Kunst bezeichneten. Erlebt in den kommenden Minuten die Entstehung, den Werdegang und das Ende von Irrational Games. Mit seiner Vorliebe für Bücher war Ken Levine in seiner Schulzeit der Obernerd und zog die Schläger förmlich an. Ken flüchtete sich in Fantasien, wie er seine Peiniger bezwang. Besonders die X-Men-Comics wurden zu seinen Kindheitslieblingen und Filme wie Flucht ins 23. Jahrhundert prägten seine Affinität für Science-Fiction. Mit 15 schrieb Ken im Sommercamp eine Theateraufführung und zum ersten Mal mochten ihn die anderen. Davon angetrieben, begann er Kurzgeschichten und weitere Theateraufführungen zu schreiben. In seiner Zeit am Vassar College in Poughkeepsie, New York, arbeitete Ken nebenbei als Schreiner für den Powerhouse Theater Workshop und freundete sich dort mit dem Schreiber des Theaters John Robin Bates an. John war damals in New York sowie Los Angeles tätig und stellte Ken Tracy Jacobs von der United Talent Agency vor. Sie war Kens Ticket vom Epsilon River, New Jersey nach Los Angeles. Paramount flog Ken an die Westküste und er bekam mit gut 20 seinen ersten Gig neben dem College. Als er seinen Schulabschluss in der Tasche hatte, kaufte er ein One-Way-Ticket und siedelte sich in L.A. an. Sein erster großer Auftrag wurde es, eine romantische Komödie zu schreiben, welche die christliche Popmusiksängerin Amy Lee Grant in einen Filmstar verwandeln sollte. Vom Erlös des The Devil's Advocate Scripts kaufte Ken sich ein Sega Master System und einen Videorekorder. 5 Jahre lang schrieb er tagsüber Skripte, die nicht realisiert wurden, und spielte nachts Videospiele. Dann gestand er sich eines Tages ein, dass seine Karriere nirgendwo hinführte, flog nach New York zurück und verdiente sein Geld damit, Microsoft Office auf Wall Street Rechnern zu installieren. Seine neue Inspiration fand Ken auf der Rückseite eines Videospielemagazins, in Form einer Anzeige der Looking Glass Studios, die Game Designer suchten. Obwohl Ken gänzlich die Erfahrung für den Job fehlte, bewarb er sich und zu seinem Erstaunen war Looking Glass von seinem Resümee begeistert. Looking Glass war wie eine Farm von MIT-Absolventen. Obwohl der mittlerweile 29-Jährige ähnlich intelligent war, war er doch eher der Theatergeek. Aber Doug Church, der Kopf hinter System Shock und Underworld, nahm Ken unter seine Fittiche. Mit Doug zusammen begann Ken die Geschichte eines Action-RPGs zu schreiben, das Thief werden würde. Doug war das klassische Genie, das manchmal um 5 Uhr morgens zur Arbeit erschien und dann für mehrere Tage gar nicht. Ken war das egal, er wartete immer auf Doug und arbeitete bis zum Umfallen mit ihm zusammen. Die gesamten Puzzleteile seiner Vergangenheit, die Bücher, die Comics, Theaterstücke und Videospiele griffen endlich ineinander. Trotz ihrer spielerisch grandios guten PC-Rollenspiele in realistischen Welten wurden die Looking Glass-Titel nie zu den großen Kassenschlagern der id-Software-Konkurrenz. Daher beschloss Looking Glass-Chef Paul Neurath, das Produktspektrum der Firma auf Konsolenportierung und bekannte Franchises auszuweiten. Die Looking Glass Studios besiegelten einen Vertrag mit Viacoms neu gegründetem Videospielezweig Viacom New Media, welche Adventures wie Star Trek Deep Space Nine Harbinger, Sherlock Holmes Consulting Detective oder die MTVs Beavis and Butthead Reihe produzierten. Nach der Fertigstellung des Thief-Konzepts bekam Ken 1995 den Auftrag, zusammen mit Jonathan Shay und Rob Fermier ein Adventure auf Basis von Star Trek Voyager zu entwickeln.
Interplay hatte die veraltete Star Trek The Original Series Lizenz 3 Jahre zuvor mit ihren Point-and-Click-Adventures in eine Goldgrube verwandelt. Und etwas Ähnliches erhofften sich die beiden Firmen nun ebenfalls. In Voyager sollte der Spieler Catherine Janeway und ihre Crew durch 3 Spielepisoden führen. Bei der Auffrischung von Vorräten auf einem landwirtschaftlichen Planeten wurde ein Teil der Voyager-Crew von den Kazon entführt und der Spieler musste sie in der Rolle von Captain Janeway über verschiedene Alien-Planeten hinweg verfolgen. Neben dem typischen Looking-Glass-Kampfsystem sollte der Spieler Objekte mit dem Tricorder scannen können und dadurch in eine Art virtuelles Inventar übertragen. Mit diesen Gegenständen mussten wiederum mechanische Puzzles gelöst werden, die bis zu komplexen Maschinen wie in Dynamics damaligen The Incredible Machine reichten. Durch Verwendung von LGs bereits bestehender Engine-Technologie sollte Voyager bereits nach 1 Jahr fertig sein. Das Entwicklerteam reiste zu den Originalsets und fertigte 3D-Laserscans der Räume und Objekte an. Die mit 3D-Studio und Alias Wavefront gestalteten Charaktere wurden mit dem Animationssystem von Terra Nova zum Leben erweckt und die Stimmen der Originalschauspieler verliehen ihnen den letzten Schliff. Doch wie üblich zog sich die Entwicklung einige Monate länger hin, genauer gesagt bis zum Frühling 1997, wo der Viacom-Mutterkonzern schließlich beschloss, ihren Videospielezweig nach einem mittlerweile 100 Millionen Dollar Verlust dicht zu machen. Für die Looking Glass Studios war es ein weiterer herber Rückschlag, der erneut in Entlassungen resultierte. Das mittlerweile gut befreundete Trio aus Ken Levine, Jonathan Shay und Robert Fermier beschlossen daher im April 1997 ihre eigene Firma zu gründen, Irrational Games. Rob war für die technischen Aspekte zuständig, John für die geschäftliche Seite und Ken für den kreativen Teil. Das Trio begann Spielkonzepte auszuarbeiten und an verschiedene Publisher zu schicken. Nach einigen misslungenen Entwicklungsverträgen mit verschiedenen Firmen begannen die drei erneut ein Action-Rollenspiel in einem Sci-Fi-Universum à la System Shock mit dem Arbeitstitel Junction Point zu entwickeln, wofür sie ironischerweise die Unterstützung ihres ehemaligen Arbeitgebers bekamen. Paul Newras erlaubte dem Trio sowohl Looking Glass Studios Büroräume als auch Engine-Technologie zu nutzen. Innerhalb eines halben Jahres entwickelten Ken, John und Rob einen Prototypen auf Basis der Thief-Technologie. Entgegen der Looking Glass Herangehensweise, stets möglichst realistische Simulationen produzieren zu wollen und dafür neue Technologien zu erfinden, designte Irrational Games ihre Spiele anhand der vorhandenen Technologien. Ihr erster Junction Point Prototyp überzeugte Electronic Arts Anfang 1998, die Entwicklung zu finanzieren und ihnen sogar die System Shock Lizenz zu überlassen. Das Irrational Games Trio stellte für die Produktion einige Modder ein, die bereit waren, für etwas weniger Geld als der ausgelernte Entwickler zu arbeiten. Sie fokussierten sich darauf, Deadlines einzuhalten und Abstriche in Kauf zu nehmen, was zu kleineren Makeln wie den miesen Porträts des Spiels oder dem schlechten Leveldesign führte. Sie besaßen weder Zeit noch Ressourcen für extensives Scripting von furchteinflößenden Monstern und cinematischen Sequenzen, wie Valve es in dem Jahr mit Half-Life demonstriert hatte. Stattdessen besannen sie sich auf bewährte Methoden, wie die Geschichtserzählung über Datenpads, die bereits System Shock geboten hatte. Obendrein verwendeten sie Kameras zusätzlich zu den typischen Wachen, um das Thief-System in die Zukunft zu heben. Auf diese Weise und unterstützt von einigen Looking Glass-Mitarbeitern gelang es ihnen, System Shock 2 innerhalb von 14 Monaten fristgerecht auszuliefern. Irrational Games Erstlingswerk definierte im August 1999 mit einer 92% Durchschnittswertung und unzähligen Game of the Year Awards somit bereits einen Standard für das nun 15-köpfige Studio. Einen Monat später zog Irrational Games bei Looking Glass aus und in eine ehemalige Schule im Süden Bostons ein, wo sie die nächsten Jahre in 4 Büros mit übergroßen Fenstern hausten. Ken schickte im Folgejahr einen 2-seitigen Vorschlag für einen System Shock 2 Nachfolger an Electronic Arts, aber EA lehnte die Idee ab, weil System Shock 2 trotz grandioser Wertungen in ihren Augen ein finanzieller Fehlschlag gewesen war. Die Zusammenarbeit zwischen Irrational und Looking Glass setzte sich für den nächsten Titel weiter fort. Als sich System Shock 2 langsam der Vollendung genähert hatte, schrieb Ken Levine einen 60er Jahre Agenten-Thriller, inspiriert von John Le Carrés Roman Der Spion, der aus der Kälte kam.
Das Looking Glass Team begann bereits mit der Pre-Production und die Irrational Gruppe klinkte sich für wenige Monate ein. Deep Cover ging jedoch nie in Produktion. Es reichte lediglich für einen Prototypen mit einem spielbaren Level. Denn Looking Glass' finanzielle Lage verschlechterte sich durch den ausbleibenden Erfolg von Flight Unlimited 3 weiter, was dazu führte, dass sie Irrational nicht bezahlen konnten und diese im November 99 bereits wieder ausstiegen. Paul Newrath stellte das Projekt schlussendlich ihrerseits ein und übernahm die neuen, für Deep Cover geplanten Features in Thief 2. Robert Fermier verabschiedete sich gleichzeitig von seiner mitgegründeten Firma und zog zurück in seine Heimat Texas, wo er sich den Ensemble Studios anschloss und als nächstes der leitende Programmierer von Age of Mythology wurde. Kens Ausstieg aus dem Deep Cover Projekt war unter anderem darin begründet, dass der kalifornische Konsolenspielhersteller Crave Entertainment einen ihrer zuvor gepitchten Spielvorschläge realisieren wollte. Das Konzept von The Lost war eine Mischung aus Zelda und Silent Hill mit einer Prise Devil May Cry. Die Kellnerin Amanda reiste darin durch die neun Kreise der Hölle, um ihre Tochter zu finden und bekämpfte dabei Monsterhorden mit einem breiten Waffenarsenal und Spezialangriffen. Dank dem Austragungsort war es selbstverständlich mit einer Reihe psychologischer Horrorelemente verbunden. Für das noch ziemlich unerfahrene Irrational Games Team wurde The Lost ihr erstes Konsolenspiel, das sie obendrein ohne ihren bisher leitenden Programmierer Rob bewältigen mussten. Sie lizenzierten die damals durch No One Lives Forever bekannt gewordene Listech Engine, doch im Laufe der Entwicklung wuchsen ihre Probleme im Umgang mit der Engine und ihr kleines Team war nicht in der Lage, die technischen Ungereimtheiten auszubessern, wodurch das Endergebnis immer weiter vom eigentlichen Konzept abwich. Als das Bostoner Team die PlayStation 2-Fassung im Sommer 2003 vollendet hatte, beschlossen sie diese nicht zu veröffentlichen, da sie nicht ihrem eigenen Qualitätsanspruch entsprach. Volle zwei Jahre später verkaufte Ken es an das indische FX Labs Studio. FX Labs war darauf bedacht, den indischen Spielemarkt auszubauen, wollte zu diesem Zweck die finale Version von The Lost auf PC konvertieren und lediglich national veröffentlichen. Ein weiteres Jahr später hatte sich der Third-Person-Shooter-Survival-Horror in Acne Queen of Darkness verwandelt. Der Levelaufbau sowie die Waffenpalette waren gleich geblieben, aber selbst die ursprünglichen Designer empfanden das neue Bollywood-Flair als äußerst surreal. Bereits nach der Fertigstellung von System Shock 2 war Jonathan Shay in sein Heimatland Australien zurückgekehrt. Am 27. April 2000 eröffnete er dort Irrational Games Canberra. Das 20-köpfige Team war als Erweiterung für Boston gedacht. Während sich Kens Team in den USA um das Design und Story kümmerten, sollte sich Johns Team in Australien auf die technischen Aspekte und das Leveldesign konzentrieren. Fürs Erste entwickelten sie jedoch parallel zu The Lost im Alleingang Freedom Force. Das heißt, abgesehen vom Konzept, welches auf Ken Levines und Irrationals leitendem Künstler Rob Walters Fanatheit in Comicbüchern zu verdanken war. Sie schlüpften gewissermaßen in die Rolle von Stan Lee und erschufen ihr eigenes Comicbuch-Universum. Bei diesem zweiten Pitch, den wiederum Crave Entertainment mit 2 Millionen US-Dollar finanzierte, handelte es sich um ein teambasierendes Strategiespiel mit Rollenspielelementen. Würde man den unglaublich starken 70er-Jahre-Comic-Faktor mit den knallbunten Farben und Sprechblasen außer Acht lassen, ließe sich vielleicht mit Baldur's Gate vergleichen, was beinahe zeitgleich mit System Shock 2 erschienen war. Denn Freedom Force war ursprünglich als rundenbasierendes Rollenspiel geplant gewesen, evolvierte während der Entwicklungszeit jedoch zu einem Echtzeitstrategiespiel, aber weiterhin mit Pausemodus. Ken Levines und Rob Waters Kreation war nicht völlig frei erfunden. Man konnte klar erkennen, dass Minuteman eigentlich Captain America war, der in seiner Powerrüstung gefangene Manbot Iron Man war und Bullet auf dem Flash basierte. Aber es war das Zusammenspiel mehrerer vordefinierter Helden wie Manowar, Alchemist oder gänzlich vom Spieler erstellte Figuren aus Gummi oder Stahl, die Freedom Force außergewöhnlich machten. Gerade der Faktor hatte es für Irrational Games dennoch schwer gemacht, das Projekt Publishern schmackhaft zu machen. Die meisten hatten es abgelehnt, weil sich schon Spiele zu bekannten Comicfiguren wie Spider-Man oder Hulk nicht verkaufen ließen und derartige Spiele als verflucht galten.
Obendrein bereitete die Heldenmixtur Irrationals Qualitätssicherung reichlich Kopfzerbrechen. Das Helden-Baukastensystem war kaum zu balancen. Sobald ein Spieler in der Release-Version den superschnellen Bullet spielte, war er beinahe unschlagbar. Zudem bestand Freedom Force prinzipiell nur aus einer Reihe Skirmish-Missions, die mit einem dünnen Plot aneinandergereiht waren. Ken hatte außerdem bis zur letzten Minute Bedenken, Freedom Force könnte nicht düster genug sein. Aber wie sich zeigte, waren diese unbegründet. Es verkaufte sich 400.000 Mal, erhielt ein 90-Punkte-Metacritic-Rating, mehrere Game of the Year Awards und Imagine Comics erschuf auf Basis von Kens Heldenfiguren eine Freedom Force Comicbuchreihe. Mit einem ähnlichen Konzept wollten die beiden Irrational Game Studios ihre Erfolgsreihe fortsetzen. Nach dem zweiten gelungenen PC-Spiel erneut auf Xbox, PS2 oder wahlweise dem GameCube. Monster Island sollte gewissermaßen Midways Rampage-Konzept ausbauen. Der Spieler steuerte eines von 20 gigantischen Monstern durch belebte Städte im antiken Griechenland, Europa des Mittelalters oder Tokio von 1957. Auf Streifzügen mit klarem Missionsziel, wie eine bestimmte Person zu finden, auf einen Wolkenkratzer zu klettern oder ein anderes Monstrum zu bezwingen, konnte der Spieler sein eigenes Monster durch einen amerikanischen oder asiatischen Snack Gesundheit auffrischen und durch Dezimierung der komplett zerstörbaren Umgebung neue Fähigkeiten wie radioaktiven Atem oder ähnliches gewinnen. Monster Island sollte dem Spieler wahlweise auch gestatten, die Guten in Form eines Wissenschaftlers, Ingenieurs, Generals, Helden oder eines kleinen Mädchens zu spielen, das die Monster weglocken konnte oder im Falle des Generals Militäreinheiten kommandierte. Wäre das 2,5 Millionen Dollar Projekt von einem Publisher aufgegriffen worden, hätte es auch einen Multiplayer-Modus für Deathmatches unter bis zu 4 Monstern geboten. Bedauerlicherweise kam es nie dazu. Westwood Studios Command & Conquer sowie Blizzards Warcraft-Reihen hatten in den vorangegangenen Jahren dem Echtzeit-Strategiespiel-Genre zum Höhenflug verholfen. Allein 2001 überstieg der Umsatz an RTS 390 Millionen US-Dollar. Einen Erfolg, von dem Irrational Games ebenfalls etwas abhaben wollte. Weshalb sie mit Dungeon Duel versuchten, eine neue Herangehensweise an das Genre zu schaffen. Es sollte rasante RTS-Strategien mit süchtig machenden Trading-Cards kombinieren. Entgegen der Konvertierung vom PC mit schlechter Gamepad-Steuerung war es voll und ganz für die PlayStation 2 und Xbox konzipiert. Der Spieler erhielt ein Starterdeck, aus dem er sich Charaktere, Zauber und Gegenstände zusammenstellen konnte, welche er mit in den Dungeon nehmen wollte. Nachdem er seine Auswahl getroffen hatte, durfte er die Kreaturen im Dungeon platzieren und das Spiel konnte beginnen. Es hätte zwei Spielmodi geboten, Dungeon und Duel. Im Dungeon-Modus hätte der Spieler begrenzt Zeit bekommen, den Dungeon mit seiner Truppe zu erkunden, Schätze zu finden, Fallen zu umgehen und zu entscheiden, welche Feinde er bekämpfen wollte. Im Duel-Modus wären hingegen gegnerische Gruppen in Echtzeit bekämpft worden. Die Grundlage des Kampfsystems sollten dabei die 4 Elemente sein, welche die Stärken und Schwächen der Einheiten definierten. Auf diese Weise konnte die Wahl des Schlachtfeldes bereits zum Verhängnis des Gegners oder Spielers werden. Für das Bezwingen von Gegnern wäre der Spieler mit Punkten belohnt worden, über welche er wiederum Expansion Packs mit neuen Karten hätte kaufen können. Natürlich sollte es neben der Singleplayer-Kampagne ebenso einen ausgefeilten Mehrspieler-Modus und eine Möglichkeit geben, die Karten online mit Spielern zu tauschen. Leider wurde auch dieser Fantasy-RTS-Pitch von keinem Publisher aufgegriffen und Irrational Games blieb weiter bei der Produktion von PC-Spielen. 1996 hatte Ken Williams sein Adventure-Imperium Sierra Online für 1,5 Milliarden US-Dollar verkauft. Der neue Besitzer, Vivendi Universal Games, schloss im Laufe der folgenden Jahre immer mehr Studios, darunter auch im August 2001 Dynamics. Dynamics war neben ihren Adventures ebenfalls für die Starseed Tribe Serie verantwortlich gewesen, eine 1998 begonnene Online-Only First-Person-Shooter-Reihe, welche die typischen Run-and-Gun-Gefechte mit Jetpacks für kurze Luftkämpfe verband und erstmalig übergangslos Gebäudekampf mit großen Außenarealen und Fahrzeugkampf kombinierte.
Ende 2001, als nur noch eine Dynamics-Rumpfmannschaft für die Wartung von Tribes 2 existierte, beschloss Sierra Online, den Franchise mit einer Rückkehr zu den Ursprüngen zu rebooten. Tribes Vengeance sollte das erste Spiel der Reihe werden, das einen Einzelspielermodus mit einer packenden Geschichte verband. Und wer wäre für die Erzählung besser gewesen als Ken Levine? Ken setzte die Geschichte des Spiels 340 Jahre vor Starseed Tribes an, zur Zeit der Geburt der Tribal Wars, und lieferte zum ersten Mal eine Erklärung, warum sich die Spieler in den vorangegangenen Teilen bekämpft hatten und alles in die Luft jagten. Vengeance versetzte den Spieler in die Rolle fünf verschiedener Charaktere auf unterschiedlichen Seiten des Weltraumkrieges. Es spielte auf zwei Zeitachsen, 20 Jahre voneinander getrennt, die der Spieler parallel durchlebte, wodurch die Ereignisse der Vergangenheit einen Einblick gewährten, was in der Gegenwart geschah. Der Spieler schlüpfte parallel in die Rolle der kaiserlichen Prinzessin, die von den Tribals entführt worden war, und ihrer Tochter, welche erst noch geboren werden würde. Sie ließ sich die Charaktere ineinander verlieben und wieder trennen, aus Rache Morde begehen, diese von anderer Seite aufklären und letztlich den Krieg ausbrechen. Obendrein bereitete die Geschichte den Spieler extrem gut auf den Mehrspielermodus vor. Die Multiplayer-Orte waren klar als solche zu erkennen, jedoch sehr natürlich in die Story eingebaut. Neben den bereits zuvor etablierten Jetpacks und dem Skiing durch Abwärtsbeschleunigung brachte Irrational mit der Grappler Gun ein weiteres Bewegungsfeature ins Spiel und erweiterte die Fahrzeugpalette um Rover, Jump Tank und Aerial Assault Ship. Irrational Games verwendete für Tribes Vengeance eine leicht modifizierte Unreal Engine, die Vengeance Engine, was zu weiträumigeren Karten und etwas langsameren Gameplay gegenüber dem allerersten Tribes führte. Es kam jedoch zu der ein oder anderen Meinungsverschiedenheit, was das Ziel des Spiels anging. Sierras Marketingabteilung wollte Tribes 3 mehr in Richtung Counter-Strike entwickeln und wünschte sich zudem Bullet Time. Das und der Umstand, dass Vivendi Universal im Laufe der Entwicklungszeit immer mehr Sierra-Niederlassungen schloss, endete damit, dass Tribes Vengeance gänzlich ohne Werbekampagne blieb. Es war lediglich 8 Monate vor Release auf dem Cover eines Spielemagazins zu sehen gewesen. Zeitgleich mit der Schließung von Sierra Online wurde Tribes Vengeance im Oktober 2004 ausgeliefert. Kurz nach dem Release von Doom 3 sowie Far Cry und kurz nach dem Erscheinen von Halo 2 und Half-Life 2. Hätte es die 3-4 Monate Entwicklungszeit bekommen, die es noch gebraucht hätte, wäre es vielleicht erfolgreich gewesen. So verkaufte sich Tribe Vengeance trotz einiger sehr guter Reviews und einer Durchschnittswertung von 83% schlappe 47.000 Mal. Gerade mal 5 Monate nach Release stellte Vivendi Universal den Support für Tribes 3 ein. Ken und John war es stets gelungen, ihre Verträge fristgerecht einzuhalten, aus ihrer Sicht jedoch zum Leidwesen des fertigen Produktes, was besonders beim Multiplayer-Modus von Freedom Force zu spüren gewesen war, welcher lediglich aus Deathmatches bestand und auf externe Browser für Matchmaking angewiesen war. Im nächsten Schritt wollten sie daher ihr bisher einziges eigenes IP ausbauen und das zum ersten Mal selbst vermarkten, was Irrational Games im Umkehrschluss jedoch viel Geld kostete. Freedom Force vs. The Third Reich sollte genau auf die Aspekte eingehen, die die Fans so liebten, denn Teil 1 hatte zwischenzeitlich über 400 Fansites hervorgebracht, größtenteils angetrieben durch eine gigantische Modding-Community. Freedom Force vs. The Third Reich wurde somit das Neverwinter Nights der Comichelden. Über den neuen Ingame-Browser konnten sich 4 Spieler zu den mitgelieferten 12 Mehrspielergeschichten treffen oder über das enthaltene Toolset eigene Abenteuer erschaffen und erleben. Natürlich nach Belieben unter Verwendung eigener Modding-Ressourcen. Dazu bekam das taktische Rollenspiel erneut eine Einzelspielerkampagne mit 20 Heldenfiguren und 30 Missionen. Freedom Force vs. The Third Reich spielte nun hauptsächlich in New York City, mit Kämpfen im Central Park oder Empire State Building. Mit neuen Helden wie Ant, der Wände hochklettern und sich über kurze Strecken durch den Boden graben konnte, oder der an Poison Ivy angelehnten Eve.
Zudem kreierte Irrational Games ein Zeitreiseparadox mit einem kitschigen Zweiter Weltkrieg-Szenario, wodurch sie unter anderem das silberne Comic-Zeitalter des ersten Spiels mit dem goldenen verbanden und auch bekloppte Feinde wie Killerilla, einen gigantischen Nazi-Gorilla, erschufen. Ferner verbesserte das Team das Pathfinding sowie die gesamte KI deutlich. Freedom Force vs. The Third Reich war weniger ein Babysitting-Abenteuer der eigenen Truppe als der erste Teil, da aktuell nicht selbst gesteuerte Helden nun weniger verschwenderisch mit ihrer Energie haushielten und gleichzeitig einen höheren Selbsterhaltungstrieb hatten. Bedauerlicherweise gab es jedoch rechtliche Probleme in Bezug auf die Lizenz mit ihrem früheren Publisher Crave Entertainment und die Produktion zog sich wesentlich länger hin als geplant. Freedom Force vs. The Third Reich erschien letztlich nach City of Heroes, was den Superheldenmarkt sättigte. Irrational Games' komplett selbstfinanziertes Spiel verkaufte sich trotz einem 86-Punkte-Metacritic-Rating lediglich 40.000 Mal, weshalb Freedom Force vs. The Third Reich trotz des Cliffhanger-Endes das letzte Spiel der Reihe blieb. Hätte es die Probleme nicht gegeben, hätte Irrational Games noch ein Freedom Force 3 im Bronzezeitalter produziert und Ultimate Freedom Force im modernen Comicbuch-Zeitalter. Letzteres war mehr als actionorientiertes Konsolenspiel gedacht gewesen, wurde aber letzten Endes auf Eis gelegt, als BioShock in Produktion ging. Parallel zu dem 50-50 in den USA und Australien entwickelten zweiten Freedom Force und Tribes Vengeance arbeitete Irrational Games Boston beginnend Sommer 2003 an einem weiteren Spiel für Vivendi Universal Games, was für den Zusammenhalt des noch jungen Teams und ihr Vertrauen in die selbstentwickelte Technik nach dem Misserfolg von The Lost äußerst wichtig war. Sierra Online hatte 1987 die Police Quest-Reihe ins Leben gerufen, die im Laufe der Jahre zu Police Quest SWAT mutierte. Nach der Vollendung von SWAT 3 Close Quarter Battle arbeiteten sie schon mehrere Jahre am vierten Spiel SWAT Urban Justice. Doch Schirmherr Vivendi cancelte die Entwicklung, da es sich zu weit von ihrer Vorstellung der SWAT-Spiele distanziert hatte. Als Tribes Vengeance in der Halbzeit und Vivendi mit dem Fortschritt des Spiels zufrieden war, boten sie Irrational Games an, ebenfalls SWAT 4 produzieren zu dürfen. Zu diesem Zeitpunkt bot Irrational's Vengeance Engine schon alle Features, die das Team für SWAT brauchte. Und da alle große Fans von Sierras Original gewesen waren, willigte Irrational Games ein. Im Gegensatz zu den vorangegangenen Titeln hielt Ken Levine sich aus der Entwicklung heraus und überließ das Design William Gardner, Paul Hellquist und Ian Vogel, langjährigen Mitgliedern des Irrational Teams und in Ian Vogels Fall sogar einem Looking Glass Veteran, der schon für die gesamten Thief-Spiele verantwortlich gewesen war. Nichtsdestotrotz besann sich das Trio auf das für Irrational Games typische Environmental Storytelling. Vivendis Vision sah eigentlich eine übergeordnete Geschichte mit verknüpften Missionen vor, die zur Zerschlagung eines großen Verbrechersyndikats führten. Aber das Trio wollte das Gefühl vermitteln, dass jede Mission eine einzigartige Situation erschafft. Ähnlich wie es David Fincher mit der Trostlosigkeit der Orte in Sieben gelungen war. Die Details innerhalb der Szenarien sollten, wie schon in System Shock 2, die Geschichte erzählen. Dadurch hinterließen einige Missionen, wie das Kultistenlagern mit Gräbern im Keller oder die Ranch mit der Oma, dessen Sohn ein Serienmörder war und Frauenleichen in Fässern verrotten ließ, einen bleibenden Eindruck bei den Fans. Die Einsatzorte von SWAT 4 reichten vom Einfamilienhaus über ein China-Restaurant bis zum Rockkonzert-Nachtclub mit einer Treibstoffbombe. Der taktische Shooter sollte glaubwürdige Stadtszenarien schaffen, mit Authentizität als oberstem Ziel. Dafür holten sie den Los Angeles SWAT-Beamten Ken Setcher zur Beratung nach Boston, welcher ihnen mehrere Tage demonstrierte, wie Waffen richtig zu halten waren, sich Einsatzteams bewegten, wie Täter in den gegebenen Situationen normalerweise reagierten und so weiter. SWAT 4 hob sich in vielerlei Hinsicht von anderen Irrational-Spielen ab. Es war ein Shooter, der aus Realismusgründen auf nicht tödlichen Waffeneinsatz baute. Es verzichtete gänzlich auf Heilung bzw. Gesundheitsmanagement und es beinhaltete weder Charakter- noch Equipment-Fortschritt.
Beim Release im April 2004 wurde SWAT 4 durchweg positiv von Kritikern und Fans der Reihe angenommen. Es erhielt eine 85% Durchschnittswertung und tauchte Jahre später in einigen Bestenlisten auf. Mit der ein Jahr später vollendeten The Stetchkov Syndicate Erweiterung bekam Vivendi Universal dann auch ihren Wunsch der Geschichte eines Verbrechersyndikats und bat Irrational Games um die Produktion eines fünften SWAT-Spiels. Aber keiner in Boston hatte eine Idee, was sie in SWAT 5 thematisch noch machen könnten. So entstand nach einem Filmabend mit 28 Days Later die SWAT Special Division zur Bekämpfung einer Zombie-Apokalypse. Dieser Einfall war lange vor Left 4 Dead und unzähligen weiteren Zombie-Spielen. Resident Evil war damals das einzige derartige Aushängeschild. Aber das Irrational-Team fand, es würde die Natur der Dawn of the Dead-Filme nicht einfangen. Division 9 sollte diese Vision transportieren. Der erste Pitch distanzierte sich bereits weit von SWAT. Der Spieler war in einer Basis verbarrikadiert, von der aus er in verschiedene Teile der Stadt vorrücken konnte, um Vorräte zu besorgen, Bewohner zu retten oder ähnliches. Neue Leute brachten Waffen mit sich oder verstärkten weiter die Basis. Eines der obersten Ziele war es, das Kraftwerk der Stadt wieder in Gang zu bringen, um ebenfalls bei Nacht ausrücken zu können. Ferner war für Erkundungsmissionen eine Art Zombie-Sand geplant, mit dem sich der Spieler einreiben konnte, um sich unentdeckt unter Zombies bewegen zu können, solange er keinen Gebrauch von seiner Waffe machte. Das Grundkonzept von Division 9 bestand darin, dass die Zombie-Massen niemals aufhörten. Die andauernde Entscheidung sollte sein, die Horde zurückzuhalten oder einen strategischen Vorteil zu gewinnen, wofür Türen verbarrikadiert werden konnten und ähnliches. Ebenso zeitorientiert war es, wenn ein Teammitglied gebissen wurde. War der Spieler nicht schnell genug mit dem Gegenmittel bei diesem, verwandelte sich das Mitglied in einen Zombie, was wiederum emotionale Szenen hervorrufen sollte, wie "Ich will Fred nicht töten, er ist mein Freund!" Darüber hinaus war es natürlich kritisch für jede Mission, keine Leute zu verlieren. Als Irrational Games den Vorschlag Vivendi Universal unterbreitete, war denen das zu weit vom eigentlichen SWAT-Konzept entfernt. Später kamen sie auf Ken zurück und baten um die Realisierung des Zombie-Survival-Shooters. In dem Moment hatten Ken und John jedoch gerade ihre Firma an Take-Two Interactive verkauft und somit war es ihnen nicht möglich, Spiele für andere Publisher zu produzieren, obwohl das australische Team die Kapazitäten freigehabt hätte. Bereits nach The Lost und Freedom Force wollte Ken zu System Shocks freier Spielweise und dessen Erzählstil, der den Spieler einnimmt, zurückkehren. Die erste Demo dessen, was einmal Bioshock werden würde, entstand somit schon 2002 im Rahmen der Unreal 2 Engine auf Microsofts Xbox. Doch diese Demo spielte nicht unter Wasser, sondern wie System Shock im Weltraum. Ihr Austragungsort war ebenfalls eine Raumstation, heimgesucht von genetischen Mutationen, die aus Science-Fiction-B-Movies stammten und einem Protagonisten namens Carlos Coelho, dessen Aufgabe es war, Leute von ihrer mentalen Programmierung zu lösen. Dieser Rollenspiel-Shooter-Hybrid hatte als grundlegende Spielmechanik rohstoffsammelnde Drohnen, Beschützer für diese und Ernter, welche versuchten, den Drohnen ihre Rohstoffe zu entreißen. Ein Konzept, das System Shock 3 hätte werden können, wenn EA zugestimmt hätte. Volle 2 Jahre später fanden John und Ken mit 2K endlich einen Publisher, der bereit war, besagtes Projekt zu finanzieren und ihnen in puncto Geschichte sowie Setting freie Hand zu lassen. 2004 wechselte Bioshock somit von einer 6-Mann-Pre-Production in die Produktion. Zunächst mit 25 Mann bei Irrational Games Boston sowie 5 Mann von Canberra und dann stolzen 60 Leuten, die quasi von 2K bezahlt wurden. Denn obwohl es erst 2 Jahre später offiziell wurde, kaufte 2K Games bzw. deren Mutterkonzern Take-Two Interactive Irrational Games. Kens Niederlassung zog dadurch Ende 2004 von Südboston nach Quincy, einem Vorort von Boston, über einen Hörgeräteladen. Spiele von Ken Levine sind anders. Das liegt darin begründet, dass sich sein Team zunächst um das Gameplay kümmert und erst dann die Story darauf zuschneidet. Das Resultat wirkt nicht, als wäre Geschichte aufgrund von Gameplay zu kurz gekommen. Ein weiterer wichtiger Faktor ist das Setting der Spiele.
Für normale Menschen wirkt es unnatürlich, wenn plötzlich eine Straßensperre das Vordringen in den Rest der Stadt verhindert. Aus diesem Grund wählt Ken Orte wie ein Raumschiff oder eine Unterwasserstation, die von sich aus natürlich begrenzt sind. Während die Story um religiösen Fanatismus und ungebundener Wissenschaft in einem Unterwasserkomplex feststand, hatte das Team noch keinen klaren Artstyle gefunden. Level sahen einfach wie graue industrielle Korridore aus, die genauso gut im Weltraum hätten sein können. Die Idee des Bioshock-Settings bzw. der Thematik wurde geboren, als Ken den Art-Deco-Style des Rockefeller-Centers mit der Atlas-Statue sah. Nicht nur der Stil des Gebäudes, sondern ebenfalls dessen Historie fanden einen Weg in die Geschichte von Bioshock. Mehrere Abteilungen fertigten unterschiedliche stilistische Abschnitte an. Es war die Raumgruppe von Leveldesigner Jean-Paul Le Breton, die Ken letztlich als den Bioshock-Standard definierte. Sie wurde im fertigen Spiel zum Tea Garden. Jean-Paul Le Breton kam ebenso die Idee, eine Art Gedankenkontrolle zu benutzen, um den Spieler zu leiten. Ganz wie es in den typischen 50er-Jahre-Filmen geschah. Der Gedanke war, dass Atlas ein Konditionierungs-Irgendwas in den Körper des Spielers eingepflanzt hatte, mit welchem er diesen manipulieren konnte. Der leitende Designer Paul Hellquist führte den Gedanken weiter, Atlas könne eine Phrase wie Excelsior oder Sedo Maori einsetzen, aber das war zu offensichtlich. Für die E3 2006 schrieb Ken dann den Marketingaufhänger Would you kill people, even innocent people, to survive? Dieser verwandelte sich in die Phrase Would you kindly? Der fortan den Beginn jedes Satzes formte, mit dem Atlas den Spieler in Bioshock seine Aufgaben erledigen ließ. Die Verwandlung der Drohnen und Beschützer von 2002 in Little Sisters und Big Daddies von 2007 kam Ken beim Schauen einer Naturdokumentation über Ameisen. Er fragte sich, was wäre, wenn eine Soldatenameise eine Arbeiterameise beschützen würde. Neben dieser gebieterischen Beziehung strebte Ken ebenso eine emotionale Beziehung an, denn sowas gab es noch nie in einem Shooter. Die äußerst verdrehte Vater-Tochter-Beziehung war geboren und brachte gleichzeitig einen Teil der Rapture-Geschichte mit sich, denn es stellte sich die Frage, welche Welt würde Kinder arbeiten lassen? Zunächst sollte der Spieler zu den Little Sisters beten. Daraus ergab sich wiederum die Idee, einen Exorzismus an ihnen auszuüben. Im Verlauf von 2006 hatte sich das Konzept herauskristallisiert, dass der Spieler weniger Punkte erhielt, wenn er eine Little Sister rettete. Aber 2K's Boss, Greg Gobby, weigerte sich, ein Spiel auszuliefern, welches den Spieler dafür bestrafte, das Richtige zu tun. Außerdem gab es Bedenken, dass Kinder zu töten den Wertungen des Spiels schaden könnte. Letztlich wurden die Kinder unverwundbar und konnten nur geerntet werden, nachdem ihr Big Daddy verstarb. Das stetig wachsende Bioshock verschluckte immer mehr Ressourcen. 2006 unterhielt Irrational Games in Boston und Canberra zusammen bereits über 100 Mitarbeiter, die ausschließlich an dem Spiel werkelten. Mit steigenden Kosten veränderte sich ebenso die Zielgruppe. Im Sommer 2006 beschloss 2K, Bioshock zu einem reinen First-Person-Shooter zu machen, um für ein breiteres Publikum und nicht nur einen Nischenmarkt attraktiv zu wirken. Unzählige Änderungen später erschien Bioshock im August 2007 mit Gesamtkosten von 25 Millionen US-Dollar. Das Ergebnis war jeden Penny wert. Bioshock erhielt eine Durchschnittswertung von 96%. Es gewann nicht nur Game of the Year Awards, sondern landete ebenso in Top 100 Listen der besten Spiele aller Zeiten. 2K Games verkaufte mehr als 5 Millionen Exemplare von Bioshock. Doch es war nicht alles so rosig, wie es auf den ersten Blick aussah. Irrational Games hatte trotz des großen Wachstums weiterhin eine flache Firmenstruktur. An der Spitze Ken und John, ihnen folgend ein paar Abteilungsleiter und sämtliche Entwickler. Mitgründer Jonathan Shay wurde es zu viel, eine dreistellige Mitarbeiterzahl managen zu müssen. Er verließ seine eigene Firma. Ähnlich verhielt es sich mit einigen langjährigen Mitarbeitern und Schlüsselfiguren des Bioshock-Teams. Paul Hellquist, Bioshocks leitender Designer, wollte aus Kens Schatten treten. Er wurde zu Gearbox Softwares Creative Director für Borderlands 2.
Designer Jordan Thomas, Jean-Paul Le Breton sowie Künstler Hogarth de la Plante und zwei weitere Mitarbeiter waren mit Ken Levines Führungsstil nicht ganz einverstanden. Sie gründeten im Dezember 2007 mit der Unterstützung von Take-Two in Kalifornien 2K Marin und übernahmen die Fortsetzung von Bioshock. Die fiktive Unterwasserstadt Rapture wurde von Andrew Ryan in Bioshock gebaut, um der Tyrannei der Regierungen zu entkommen und die besten und intelligentesten Köpfe der Welt unter einem Dach zu vereinen. Zunächst gedieh diese Idee und die Weltelite erschuf auf dem Meeresboden ein Wunder nach dem anderen. Doch schnell begann die Fassade des Wunderwerks zu bröckeln. Rapture brauchte eine Arbeiterklasse, die Toiletten putzte und Seeranken von den Böden schrubbte. Aus der neuen Zweiklassengesellschaft erhob sich Geschäftsmann und Gangsterboss Frank Fontaine, der zusammen mit Dr. Bridget Tenenbaum Schwarzmarktrouten zur Oberfläche aufbaute und eine billige Plasmidindustrie erschuf, die wiederum auf der Massenproduktion von Adam basierte, welches von kleinen Waisenkindern, den Little Sisters, geerntet wurde. Raptures Gründer Andrew Ryan schloss Fontaines Fabriken, aber in den Folgemonaten erhob sich mit Atlas eine neue Figur und diese machte Jagd auf die Little Sisters. Andrew Ryan konterte, indem er die Big Daddies kreierte, durch Plasmide aufgewertete Menschen, die mental darauf programmiert waren, die Little Sisters zu beschützen. Der Kleinkrieg gipfelte darin, dass Atlas am Neujahrsabend 1958 mit all seinen Mitteln Andrew Ryan angriff. Ryans Utopie fiel, ließ die meisten Anwohner tot zurück und der Rest verbarrikadierte sich. Bioshock war somit der Anfang, der Mittelteil und das Ende einer in sich abgerundeten Geschichte und somit gleichzeitig ein Problem für das neue 2K Marin Team, eine Fortsetzung zu schreiben. Sie mussten einen neuen Machtkampf erzeugen, der in Rapture ausgetragen werden konnte. So setzten sie 2 Jahre vor der Silvesternacht ein. Dort holte Andrew Ryan Psychiaterin Dr. Sophia Lamp nach Rapture, um die Bedenken seiner Wunschkinder zu schmälern. Doch Ryan hatte Dr. Lamp lediglich nach ihren Fähigkeiten beurteilt, ohne ihre persönlichen Ansichten zu kennen. Erst als sie in Rapture eintraf, wurde klar, woran sie glaubte. Der Spieler erwachte in Bioshock 2 10 Jahre nach Sophia Lambs Eintreffen und der großen Schlacht als Subject Delta, einem der ersten Big Daddies. Er wusste weder, wer er war, noch wie er dort herkam. Mit dieser Geschichte drehte Schreiber Jordan Thomas den Spieß um. Er gab dem Spieler die Möglichkeit, in die Rolle eines der stärksten Monster von Bioshock einzuschlüpfen, Little Sisters zu adoptieren und auf dem Meeresboden spazieren zu gehen. Gleichzeitig sollte er jedoch ebenso die Furcht verspüren, welche der Spieler als Jack im ersten Teil den Big Daddies vermittelt hatte. Deshalb erfand das 2K Marin Team eine übermächtige Big Sister, das furchteinflößendste Geschöpf, das Rapture je hervorgebracht hat. Im Verlauf der Beta-Tests stellte es sich für den Spieler jedoch als zu frustrierend heraus, die Big Sister nie besiegen zu können. Daher änderte sich das Konzept bis zum Release in mehrere Big Sisters, die den Spieler nacheinander heimsuchten. Das 86 Mann starke 2K Marin Team erschuf dafür in Zusammenarbeit mit 2K Australia, 2K China, Digital Extremes und den Arkane Studios neue Charaktere und Örtlichkeiten innerhalb der fiktiven Unterwasserstadt, die Bioshock 2 ähnlich fantastisch wie seinen Vorgänger aussehen ließen. Was den Spielablauf anging, verwandelte sich Bioshock 2 aber mehr in Richtung eines Rail-Shooters, ohne die Option zwischen den Abschnitten der Stadt hin und her wechseln zu können, wie es Ken Levines Spiel getan hatte. Dem fiel ebenso das Pipe Mania inspirierte Hacking-Minispiel zum Opfer. Trotz einer wiederum äußerst gelungenen und gut in Szene gesetzten Geschichte bot Bioshock 2 kaum Erneuerungen. Lediglich nach 80% des Spiels durfte der Spieler für wenige Minuten in die Rolle einer Little Sister schlüpfen, die eine gänzlich andere Sicht auf Rapture ermöglichte. Hauptsächlich wegen dieser fehlenden Innovation fielen die Wertungen von Bioshock 2 mit 88 Punkten etwas schlechter aus. Es verkaufte sich 3 Millionen Mal, was 2 Millionen weniger waren, als 2K von dem Spiel erwartet hatte. Das war aber noch nicht das Ende des kalifornischen Studios. Mit dem Geld, was Milliardärsohn Ryan Brandt durch den Kauf von DMA Design und deren Grand Theft Auto 3 gemacht hatte, erwarb sein Take-Two Interactive nicht nur Irrational Games, sondern ebenfalls Firaxis und die XCOM-Lizenz,
eine äußerst gelungene Kombination, talentierte Entwickler und ein etablierter Franchise. So begab es sich, dass Irrational Games Boston und Canberra parallel ein Jahr vor der Vollendung von BioShock Konzepte für ein mögliches XCOM-Spiel ausarbeiteten. Der Pitch eines klassischen XCOM-Nachfolgers mit Irrational's Freedom Force Engine wurde schnell verworfen, da First-Person-Shooter weiterhin enorm boomten, zuletzt angetrieben durch Call of Duty 2. Aber die geschichtsgetriebenen Strategiespiele in einen Shooter zu verwandeln, wurde eine Herausforderung an sich. Zahlreiche Szenarien, wie beispielsweise nach der Invasion, wo Menschen die Ausgestoßenen und in Größe sowie Anzahl unterlegen waren, wurden verworfen. Zum BioShock 1 Release beschloss Ken dann, das XCOM-Projekt gänzlich dem 40-köpfigen Canberra-Team zu überlassen, worin Art Director Andrew James und Design Director Ed Orman die Chance sahen, das vorübergehend 2K Australia getaufte Studio aus der Rolle des Supporters zu heben. Ihr Spiel sollte XCOM Enemy Unknown heißen, genau wie das erste XCOM-Spiel von Microprose 1994. Sie wählten den Titel, weil der Shooter mysteriös wirken und Verwirrung auslösen sollte. Ihre Vision bestand aus XCOM trifft Akte X, nur in den 50ern. Als Regierungsagent besaß der Spieler weder die Waffen noch Technologien, hochentwickelte Außerirdische bezwingen zu können. Er war hauptsächlich mit einer Kamera zum Erforschen ausgestattet und machte eher selten von der Schusswaffe Gebrauch. Ähnlich dem Strategiespiel konnte der Spieler Missionen in kleine Vorstädte mit Aliensichtung wählen, diese in der First Person absolvieren und sich wieder in seine Militärbasis zurückziehen, wo dann Forschung für neue Missionen sowie Basisbau betrieben wurde. Die optische Gestaltung war etwas abstrakter als im Original. Außerirdische sollten schwarze Blobs, Lichter am Himmel oder ein schwebender Obelisk sein. Da 2K Australia 2K Marin bei der Fertigstellung von BioShock 2 helfen musste, hatte sich die Produktion mittlerweile bis 2010 hingezogen. Schirmherr 2K Games beschloss anschließend 80 Leute von 2K Marin, die 40 in Canberra unterstützen zu lassen, um das Spiel 2011 veröffentlichen zu können. Doch das führte aufgrund des 18-stündigen Zeitunterschieds zu organisatorischen Problemen. Infolgedessen teilten die Studios das Spiel auf. 2K Australia arbeitete weiterhin an der Einzelspielerkampagne, während 2K Marin einen Multiplayer-Modus programmierte. Letzterer entwickelte sich die nächsten Monate zu einem Left 4 Dead ähnlichen Team-Survival-Game. Am 14. April 2010 vereinte 2K Games die beiden Studios namentlich als 2K Marin und kündigte das jetzt lediglich XCOM betitelte Spiel offiziell an. Aber die Umbenennung brachte keinen Fortschritt in puncto Zusammenarbeit. Ein halbes Jahr später war klar, dass keines der Studios ihr Etappenziel zeitgerecht erreichen würde, also stellte 2K Games den Mehrspielermodus ein. 2K Australia durfte ab dem Punkt die XCOM-Basis bauen, welche nun Mittelpunkt der Geschichte wurde, während 2K Marin die Missionen übernahm. Es war unklar, welches Studio aktuell die Projektleitung hatte. Das bisherige Führungspersonal von 2K Australia, Art Director Andrew James und Design Director Ed Orman verabschiedeten sich. Sie gründeten stattdessen Uppercut Games und programmierten Epoch. Das resultierte darin, dass 2K Marin die Führung bekam und das Spielkonzept gänzlich überholte. XCOM verwandelte sich in einen linearen Taktik-Shooter aus der Third-Person-Perspektive, in dem der Spieler zusätzlich zwei Squad-Mitglieder kommandieren und einen Pause-Modus nutzen konnte, ganz wie in BioWares kürzlich veröffentlichten und sehr erfolgreichen Mass Effect 2. Creative Director Jordan Thomas, der schon an BioShock 1 und 2 gearbeitet hatte, schrieb die Geschichte des Spiels neu. Er versetzte sie ins Jahr 1962, um mit der Kalter-Krieg-Paranoia spielen zu können. Die Story sollte nun eine Brücke zwischen den alten Microprose und den neuen Firaxis-Strategiespielen bilden. Gleichzeitig verbesserte sich die Zusammenarbeit leicht, da zeitweise Canberra-Mitarbeiter nach Kalifornien umzogen. Dennoch kam XCOM in den Augen von 2K Games nicht schnell genug voran. Im Oktober 2011 beschlossen sie, 2K Australia von dem Projekt abzuziehen, um die Koordinationsprobleme endgültig aus der Welt zu schaffen, und 2K Marin bekam einen neuen Chef. Schreiber Jordan Thomas kehrte 2K Marin den Rücken. Er half Ken Levine hingegen bei der Vollendung dessen Projektes und wurde anschließend unabhängiger Berater für die South Park-Spiele. Auf eine E3-Demonstration im Jahre 2012 verzichtete 2K, um die Entwicklung nicht weiter auszubremsen.
was die Öffentlichkeit vermuten ließ, XCOM wäre nach mittlerweile 6 Jahren eingestellt. Zwischenzeitlich hatte Firaxis ihr XCOM Enemy Unknown getauftes klassisches Strategiespiel fertiggestellt, was sich extremer Beliebtheit erfreute, wodurch 2K Marin Firaxis Alien Konzept in ihr Spiel übernehmen musste. Ganz besonders die ikonischen Sektoiden, die 2K nicht in dem Shooter hatte sehen wollen. Ein weiteres Jahr später, im März 2013, erreichte das Spiel endlich das Beta-Stadium. Es wurde in The Bureau XCOM Declassified umbenannt und erschien letztlich im August 2013 für PC, PlayStation 3 und Xbox 360. Wo es eine Durchschnittswertung von 65% erreichte und mehr als 500.000 Exemplare verkaufte. 2 Monate später kündigte 2K Games umfassende Entlassung bei 2K Marin an. Einige Entwickler wurden in andere 2K Studios umgesiedelt und die Mitarbeiterzahl in Kalifornien auf 0 reduziert. Parallel zu Bioshock 2 und XCOM Declassified begann Ken Levine in Boston mit der Konzeptionierung eines weiteren Bioshock-Spiels mit einem neuen Setting. Der finanzielle Erfolg seines ersten Bioshocks sicherte Ken 100 Millionen Dollar und eine völlige kreative Freiheit seitens 2K Games zu. In den ersten Monaten spielten die Schreiber und Designer mit verschiedenen Ideen herum, während die Programmierer bereits an einem Tower Defense und einem Call of Duty Modern Warfare ähnlichen Spec Ops Multiplayer Modus für Bioshock Infinite werkelten. Das Team überlegte zunächst nach Rapture zurückzukehren, war jedoch schnell von der Idee angeödet und folgerte daraus, dass es dem Spieler ähnlich gehen würde. Ebenso spielten sie mit dem Gedanken, es in die Renaissance zu versetzen, kamen jedoch durch die Ankündigung von Assassin's Creed 2 davon ab. Die finale Entscheidung, es in die fliegende Wolkenstadt Columbia zu verlagern, wurde durch Eric Larsons Buch Der Teufel von Chicago ausgelöst, das vom ersten Serienmörder auf der Weltausstellung 1893 in Chicago handelt. In Kontrast zu Andrew Ryan, wo die Geschichte einige der Spielentscheidungen bestimmte, sollte in Bioshock Infinite der Held, Brooker DeWitt, direkt mit der Historie in Verbindung stehen. Eine weitere große Änderung in Bezug auf Booker wurde, dass er im Gegensatz zu Jack und Subject Delta aus den ersten beiden Spielen eine Stimme bekam. Ein entscheidendes Element im Zusammenspiel mit Begleiterin Elizabeth, deren Inspirationsquelle für Ken die Half-Life 2-Begleitung Alex Vance wurde. Vieles von der emotionalen Führung der beiden Charaktere entstand durch ihre englischen Synchronsprecher Troy Baker und Courtney Draper, die im Gegensatz zu den typischen Sprechrollen aktiv mit Ken an den Charakteren arbeiteten. In den früheren Entwicklungsstadien von Bioshock Infinite war Elizabeth eine durchaus nützliche Begleiterin, die einfache Aufgaben wie Schlösserknacken ausführen konnte. Doch nach ihrer ersten Vorstellung auf der E3 2011, wo die Zuschauer extrem positiv auf Elizabeth reagierten, baute das Team Elizabeth zu Brookers Partnerin aus. Sie sollte nicht die gleichen Fähigkeiten wie der Spieler haben, weshalb Elizabeth keine Waffe bekam, was dem Spieler die Kämpfe entrissen hätte. Stattdessen sammelte sie Munition sowie Energiereserven und löste Verschlüsselungen für den Spieler. Dadurch verband sich der Spieler emotional mit ihr. Elizabeths künstliche Intelligenz wurde die größte Herausforderung von Bioshock Infinite. Das Bostoner Team hatte für das erste Spiel bereits umfangreiche Skripte programmiert, damit die Big Daddies und Little Sisters mit ihrer Umwelt interagieren konnten. Aber Elizabeth sollte wahrlich lebensecht erscheinen und selbstständig handeln. Sie bekam einige weniger roboterartige Bewegungsroutinen. Für die Gespräche zwischen Booker und Elizabeth orientierte sich Irrational Games an Naughty Dogs Uncharted-Reihe. Letztlich reagierte sie sowohl auf Aktionen des Spielers und löste selbstständig Aktionen durch die Umgebung aus, wofür Irrational Raum für Raum mit Elementen ausstattete, an denen Elizabeth Interesse zeigen konnte. Durch den Abgang von Mitgründer Jonathan Shay, der produktionsrelevante Punkte organisierte, während Ken Levine kreativ sein konnte, versuchte Ken verzweifelt einen Ersatz zu finden und parallel 150 Entwickler zu managen, was erneut zu vielen kreativen Differenzen innerhalb des Teams führte. Im Januar 2012, ein Jahr vor der Fertigstellung von Bioshock Infinite, bekam Ken endlich Unterstützung.
Zunächst kehrte Jordan Thomas von 2K Marin zurück. Zusammen entschieden die beiden, die Mehrspieler-Komponentenentwicklung einzustellen und die gewonnene Arbeitskraft stattdessen auf ein robusteres Kampfsystem zu konzentrieren. Dann gesellte sich Rod Ferguson zum Team, der für Epic Games gerade das Millionen-Dollar-Spiel Gears of War ausgeliefert hatte. Er gab Irrational Games Struktur, setzte Deadlines und hielt das Team auf Kurs, ohne mit Kens kreativer Vision in Konflikt zu geraten. Das resultierte im letzten Entwicklungsjahr in unglaublich ideenreicher Arbeit wie der Skyline, einer todestrotzenden Transportmethode für Spieler und Gegner, welche die auf unterschiedlichen Ebenen schwebenden Teile der Stadt miteinander verband. Als BioShock Infinite im März 2013 fertig wurde, spielte es im Jahre 1912, wo der ehemalige Pinkerton-Agent Brooker DeWitt in die fliegende Stadt Columbia entsandt wurde, um die junge Dame Elizabeth zu befreien. Booker gelang es zwar schnell, Elizabeth aus ihrem langjährigen Gefängnis zu befreien, doch die beiden gerieten zwischen die Fronten der Bürgerkriegsparteien. Denn die Gründer- und Eliteschicht von weißen Amerikanern versuchte die Unterklasse der schwarzen Vox Populi zu unterdrücken. Während dieses Konflikts erfuhr Booker, dass Elizabeth die Macht besaß, Risse im Raum Zeitkontinuum zu öffnen. So reisten sie gemeinsam durch verschiedene Versionen Columbias, lernten die dunklen Geheimnisse der Stadt kennen und am Ende sogar die Wahrheit über Elizabeth und Booker selbst. BioShock Infinite wurde der größte Erfolg von Irrational Games überhaupt. Es bekam wie der erste Teil erneut eine 96% Durchschnittswertung, unzählige Game of the Year Awards und verkaufte sich innerhalb des ersten Jahres 6 Millionen Mal. Ein Jahr später waren es bereits 11 Millionen Verkäufe. BioShock Infinite's Release war wenige Monate vor dem von The Bureau XCOM Declassified. Als BioShock Infinite Gold ging und viele Mitarbeiter ihren wohlverdienten Urlaub antraten, sollte 2K Marin bereits das Alpha-Stadium für den ersten DLC erreicht haben. Doch was 2K Marin im März 2013 ablieferte, war aus Irrational Sicht inakzeptabel. So beschloss Ken, dass Irrational Games nicht nur den zweiten und dritten DLC, sondern alle selbst machen würde. 2K Marins Konzept für Clash in the Clouds, die fliegende Stadt Columbia ins Meer stürzen zu lassen, wurde eingestampft. Das Timing hätte nicht schlechter sein können. Der Großteil der Irrational-Angestellten war über die Welt verteilt und der DLC sollte in 9 Wochen ausgeliefert werden. So folgte der BioShock Infinite Crunchtime direkt eine Clash in the Clouds Crunchtime. Der DLC fokussierte sich überwiegend auf Kämpfe, da die Kritiker des Spiels diese als die größte Schwachstelle gesehen hatten. Clash in the Clouds erhielt eher milde Wertungen. Ken schrieb zu dem Zeitpunkt bereits die Geschichte des zweiteiligen Burial at Sea DLC und an dem Wochenende ein Screenplay für das Remake seines Kindheitslieblingsfilms Flucht ins 23. Jahrhundert. Denn nach dem Durchbruch in der Spielindustrie hatte seine Agentin ihm tatsächlich wieder Drehbuchaufträge vermittelt. Innerhalb des nächsten Jahres, wo auch 2K Marin geschlossen wurde, hatten einige Irrational-Mitarbeiter die Firma ihrerseits verlassen. Obwohl so etwas an für sich normal war, zählte auch Irrational Games Executive Vice President of Development Rod Ferguson dazu. Die Mitarbeiter der für KI, Benutzerinterface und Effekte zuständigen Abteilung waren im Laufe der Monate auf nahezu null geschrumpft worden. Aber das Merkwürdigste war in dem Moment, dass es offensichtlich kein neues Projekt gab. Viele Angestellte begannen bereits, sich auszumalen, wo die Firma ohne ein solches hinsteuern würde. Auf der anderen Seite sollte das Irrational Games Gebäude in Quincy wegen Baufälligkeit abgerissen werden und die Firma musste in nächster Zeit zwangsläufig den Ort wechseln. Es wurde jedoch gemunkelt, Ken hätte ein KI-Projekt geplant, welches auf Elizabeth aufbauen sollte. Am 28. Februar 2014 erfuhren die meisten Angestellten dann vom nächsten Schritt. Ken Levine hielt vor allen eine Rede, die er ausnahmsweise zitternd von Blättern ablas, statt wie üblich frei vorzutragen. Er begann mit der Historie der Firma und endete mit der Schließung von Irrational Games. Anschließend übernahm die Personalabteilung, erklärte allen den Ablauf der Schließung und gab Hilfestellung bei der Vermittlung. Irrational Games entließ an dem Tag 70% ihrer Belegschaft. Die Mitarbeiter wechselten zu 57 verschiedenen Firmen.
Ken Levine war es ähnlich ergangen wie Jonathan Shay zuvor. Ein Spiel mit über 200 Leuten zu entwickeln, war ihm zu anstrengend geworden. Er wollte seine Energie wieder auf ein kleineres Team fokussieren. In Absprache mit Take-Two Interactive wurde Irrational Games zu Ghost Story Games und übernahm lediglich 15 Mitarbeiter. Ihr Ziel sollte es sein, erneut geschichtsgesteuerte Spiele, in die der Spieler eintauchen und sich darin verlieben könne, zu entwickeln. Ganz wie es bei den System Shock und Bioshock Reihen der Fall gewesen war. 2017 war die Mitarbeiterzahl wieder auf 25 Leute gestiegen. Bisher haben sie jedoch kein neues Spiel veröffentlicht oder überhaupt angekündigt. Irrationals ehemaliger Mitgründer Jonathan Shay wartete die zweijährige Wettbewerbssperre ab und gründete dann 2010 Blue Manchu. Sie konzentrierten sich auf Browser-Games und lieferten als Debütprodukt 2013 Card Hunter ab, ein Trading-Card-Game mit taktischen Kämpfen in einer klassischen Fantasy-Welt. Irrational Games 2002er Dungeon Duel Pitch gar nicht so unähnlich. Den Bioshock-Franchise hat 2K Games 2016 an Hangar 13 weitergegeben, einem Team gemischt aus ehemaligen Star Wars 1313 und 2K Marin-Mitarbeitern, die seitdem gerüchteweise an Bioshock vorarbeiten.